Hier kommen wir zum nächsten Titelmatch. Und zwar geht es um den Tag Team Title Match. Und hier sind die Herausforderer: Bruder Chaos und Joshi Georgwerch, der Matschen Club. Sind natürlich in fast jeder Stadt auch beliebt, egal in welchen Ligen sie antreten. Matschen Club hat Kult. Und apropos Kult, wo ich noch gar nicht drauf eingegangen bin, wie ihr es gesehen habt, vor dem Match von Carnage gegen Quentin Bates, Mike Schwarz war in der Halle mit dabei, Backstage. Ich habe ihn getroffen und dachte, dem will ich euch nicht vorenthalten. Deswegen gab es dieses kurze Statement von Mike Schwarz. Schön, dass er wieder da ist. Schön, dass er wieder gesund ist. So wollen wir ihn sehen. Und von einem Kult aus dem Ruhrpott geht's zum Matschen Club, die jetzt hier im Ring sind. Hier kommen die Gegner und die Tag Team Champions. Diamond and Rust, Blackwell und Aaron Insane. Die COW Tag Team Champions werden es natürlich hier sehr, sehr schwer haben gegen den Watschen Club. Ja, wir wissen ja, der Watschen Club sind ja nicht nur Georgwerch und Bruder Chaos. Da gibt es ja noch andere Mitglieder. Aber werden die heute auftauchen oder nicht? Nötig hat es der Watschen Club natürlich nicht. Denn Shorshi und Bruder Chaos auch sehr lange im Wrestling-Business mit dabei, auch sehr erfahren. Diamond and Rust trauen sich noch nicht in den Ring, da haben wir Blackwell. Ja, Aaron Insane nimmt jetzt erstmal seinen Hut ab. Irgendwie gefällt es denen nicht, dass der Watschen Club gefeiert wird von den Fans. Aaron Insane sagt es schon. Er will gehen und Blackwell würde natürlich mitgehen. Ja, da zeigt es auch Aaron Insane. Ich bin der Tag Team Champion der COW. Kommen sie auch so langsam in den Ring, denn wir wollen natürlich dieses Match sehen. Watschen Club gegen Diamond and Rust.
schnell. Und Aaron Insane. Zwei Wrestler, die sich gefunden haben und sich zu einem Tag-Team formiert haben. Da regt sich Blackwell ein bisschen auf. Diamonds and Rust. Aber statt ein Rust, was nach einem Diamonds End kam, kommt er ein Watschenclub. Jetzt Diamonds and Rust hier vor, beschweren sich aber wegen was, nur weil die Fans auf der Seite von Watschenclub ist. Naja, das kann man nicht so ganz verstehen. Ja, da diskutieren sie jetzt mit Oliver Seidel. Oliver Seidel weiß jetzt auch nicht, was er da tun soll. Jungs, ihr habt ein Match. Ihr müsst eure Titel jetzt mal verteidigen, aber ja, es kann ja auch sein, etwas taktisch den Watschenclub aus der Ruhe zu bringen. Ja, Blackwell ist im Ring. Ist wahrscheinlich der erste Wrestler, der anfängt. An der Seite von Diamonds and Rust. Ja, und Watschenclub, die Anfeuerungsrufe. Könnte man schon meinen, die kommen auch von anderen Städten. Die Anfeuerungsrufe für Watschenclub. Ja, jetzt gibt es erstmal Stein, Schere, Papier. Und ja, Bruder Kraus hat gewonnen und bleibt jetzt auch hier im Ring stehen. Also Blackwell ist doch nicht der erste von Diamonds and Rust, der im Ring ist, sondern Aaron Insane. Und er tritt jetzt an gegen Bruder Kraus. Ja, da gibt es den Wechsel. Jetzt doch Blackwell. Traut sich Blackwell doch ran. Gleich der Tritt hinterher von Blackwell. Ja, das sieht man auch, wie kräftig Bruder Kraus ist. Boah, Schulterblock. Oh, da schwankt Blackwell. Ja, da zeigt es Bruder Kraus an. Nochmal. Und ja, da schwankt er schon wieder. Als hätte er 10 Weizen getrunken. Und nochmal ein Schulterblock. Und Bruder Kraus mit dem Schulterblock und dann liegt auch Blackwell auf dem Boden. Jetzt aber in der Ringecke und Chop hinterher. Klatschende Schläge von Bruder Kraus. Jetzt kommt der Whip-In. Ja, aber Blackwell geht auf die Seile. Ja, Bruder Kraus denkt sich, oh ja, was machst du da, Junge? Und Blackwell fliegt da natürlich ins Leere. Ja, und Shorshi darf jetzt auch mal gegen Blackwell ran. Ja, da kommt er angerannt. Ja, jetzt Whip in die Ringecke. Ne, Reversal. Ja, da kommt Blackwell zwar geflogen, aber Katapult von Shorshi gegen Blackwell. Und Belly-to-Belly Suplex. Ja, das Cover kommt noch nicht, sondern ein Leg Drop von Shorshi. Das Cover hinterher, 1, 2. Ja, Aaron Insane war schon bereit,
um in den Ring zu stürmen, aber Blackwell kann sich noch befreien aus diesem Cover. Aber Shoshi legt natürlich nach, was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, denn der Macho Club, Shoshi und Bruder Chaos wollen natürlich den COW Tag Team Title gewinnen. Jetzt Double Team Move von dem Macho Club. Ja, da kam Bruder Chaos angerannt, jetzt nochmal nach dem Ententanz. Oh, da kann sich Blackwell befreien. Ja, Kratzer in den Rücken, aber das macht Bruder Chaos überhaupt nichts. Da dreht er sich auch um. Ja, Aaron Insane. Ja, komm, Junge, in die Augen. Ja, das macht er auch. Ist nicht erlaubt. Blackwell ist es egal. Ja, jetzt geht er langsam aus dem Ring. Kommt aber wieder langsam rein. Ja. Zeigt das an, schlau gemacht, aber Bruder Chaos macht ja einen Strich durch die Rechnung. Und jetzt haben wir Shoshi gegen Aaron Insane. Oh ja, Aaron. Hört auch ein paar Aaron-Fans. Ja, auf der Seite, er zeigt es an. Ja, ich sag mal von den Fans 90% auf der Seite vom Macho Club und vielleicht 10% für Aaron. Ja, wir gehen. Was soll das jetzt heißen? Ja, das ist nicht gut für den Macho Club, denn wenn jetzt Blackwell und Aaron Insane gehen, werden die natürlich ausgezählt, dann wechselt der Titel nicht. Gehen zwar als Verlierer, aber gewinnen doch den Gürtel. Ja, Shoshi zeigt es an dem Referee. Ja, Moment, wir holen die schnell. Ja, das wäre doch eigentlich sinnvoller, denn wir wollen eine Entscheidung im Ring sehen. Da ist es etwas laut. Ja, ich glaube, der Macho Club holen sich die zwei. Nee. Da kommen Aaron Insane und Blackwell. Wow, das ging wahrscheinlich nach hinten los für den Macho Club. Ja, da zeigt oder sagt auch Aaron Insane. Zählt zum Referee und das sehen wir schon. Shoshi liegt da oben. Will aber langsam zum Ring, denn das könnte natürlich der Sieg sein für Blackwell und Aaron Insane. Denen ist natürlich egal, wie der Sieg zustande kommt, ob durch ein Pin oder durch ein Auszählen. Aber Shoshi schafft es noch in den Ring. Ja, Bruder Chaos, das sieht man, die eine Hälfte oben liegen. Ist nur die Frage, ob die andere Hälfte noch zum Vorschein kommt von Bruder Chaos. Ja, da kommt er langsam, aber da hat er auch was abbekommen. Aber ist die Frage, haben die nur was von Aaron Insane und Blackwell abbekommen? Oder war noch jemand anders im Hintergrund? Man weiß es nicht, denn da hat man natürlich keine Kameras. Aber egal, Aaron Insane jetzt hier im Vorteil. Shoshi wird nicht aufgeben. Blackwell, das sieht man, er kommt natürlich aus diesem Griff hinaus. Ja, aber der Schlag von Aaron Insane, da zeigt das an. Blackwell, ja, soll das Knie heben. Macht er natürlich auch. Und Shoshi geht gegen das Knie von Blackwell. Ja, und Blackwell bearbeitet weiterhin Shoshi und Bruder Chaos ist auch schon mittlerweile am Ring. Natürlich noch etwas benommen gezeichnet von der Aktion, was wahrscheinlich von Diamonds and Rust kam. Ja, und Blackwell bearbeitet weiterhin Shoshi, hat ihn gut im Griff. Jetzt eine Suplex von Blackwell, das Cover hinterher. 1, 2. Aber da kommt
Georgie noch raus. Ja, da zeigt das jetzt an. Aaron Insane. Das Knie bitte. Und wieder ein Knie für Georgie. Ja, der Wechsel. Und die Seite von Georgie. Eine unangenehme Seite. Wenn man da einen Schlag abbekommt, ist sehr, sehr unangenehm. Ja, Chop und Georgie liegt jetzt auf dem Boden. Also Diamonds and Rust haben hier die Chance, ihre Titel zu verteidigen. Dass sie die Titel überhaupt heben, das ist natürlich verwunderlich. Let's cover, Blackwell. Wird Georgie bearbeitet. Ja, da zeigt das wieder an. Blackwell hebt das Knie hin und Aaron Insane. Aber da, Georgie kann kontern. Und ja, Aaron Insane bekommt das Knie ab. Blackwell hat es noch gar nicht gemerkt. Jetzt merkt er, eng, etwas ist da faul. Ja, genau, Blackwell. Doch, Blackwell. Und Georgie schafft das noch zu wechseln. Noch ein paar Zentimeter. Und Bruder Chaos kommt jetzt in den Ring, aber Blackwell auch. Ja, aber Clothesline von Bruder Chaos. Noch eine Clothesline. Und hebt ihn hoch. Body Slam. Aber da kommt schon Aaron Insane in den Ring. Er schlägt auf Bruder Chaos ein. Ja, kommt jetzt eine Double Suplex. Ja, da kommt Georgie und unterbindet das. Und Schulterblock und noch ein Schulterblock, ein Flying und ein Standing Schulterblock, kann man in dem Fall sagen. Und Diamonds and Rust sind beide aus dem Ring. Aber der Watschenclub kommt in dieses Match zurück. Was war das? Was war das? Ein weißes Pulver von Blackwell. Dana von Georgie gegen den Referee. Aber es muss doch jemand dieses Match jetzt leiten. Ja, Georgie wusste nicht, wer das war und verpasste seinen Stunner dem Referee. Ja, Blackwell regt sich da ein bisschen auf. Ja, kommt jetzt eine Double Team Move. Sieht nach einer Heart Attack aus von dem Watschen Club. Der Watschen Attack und das Cover. 1, 2, 3. Da kommt der Referee. 1, 2, 3. Wir haben neue COW Tag Team Champions. Hat's. Ja, was will Aaron Insane? Ja, Blackwell, ja, die zwei sind natürlich nicht damit einverstanden, aber wir haben neue COW Tag Team Champions. Georgie und Bruder Chaos, der Watschen Club, haben sich die Tag Team Title geholt. Ja, warte, was ist jetzt? Der Referee, der eigentliche Referee, nimmt jetzt die Titel ab. Ja, was zeigt Aaron Insane an? Ja, wahrscheinlich deutet er darauf an, dass Georgie dem Referee den Stunner gezeigt hat. Das wäre, ja, das sagt das DQ gegen den Watschen Club und ja, Diamonds and Rust. Also ich bin jetzt auch ein bisschen sprachlos. Ja, Diamonds and Rust verteidigen ihre Titel. Ja, das sagt es auch Oliver Seidel durch Disqualifikation. Blackwell und Aaron Insane. Diamonds and Rust bleiben die COW Tag Team Champions.
Aber was ist das denn für eine Entscheidung? Der Bartschen Club halten schon die Titel in die Höhe, aber da kam der Referee und bringt eine andere Entscheidung hervor. Ja, liebe Fans, ihr könnt euch mal selber einen Kopf drüber machen, ist das gerecht oder nicht. Aber schade für die Jungs hier im Ring, Bruder Chaos und Shorshi. Ja, da hört man auch von den Fans, one more match, ja, Oliver Seidel. Du hast natürlich jetzt die Macht heute, Carsten Schäfer hat dir die Macht gegeben. Für Spring Break. Ja, da geht Georgie auf die Aarons-Fans zu. Legt sich jetzt auch mit denen an. Ja, Oliver Seidel erklärt es nochmal. Ja, die wollen alle ein Rematch sehen. Wollen wir natürlich. Wäre natürlich mehr wie verdient. Aber wie entscheidet jetzt hier Oliver Seidel? Ja, das sagt das auch. Der Referee wurde angegriffen, deswegen DQ kann man vielleicht ein bisschen nachvollziehen, aber es kam ja schon eine unfaire Aktion von Diamonds and Rust von Blackwell.